geht's jetzt hier weiter. Gleich mit dem Action. Sliden müssen wir üben. Jetzt haben wir den Fettsack hier wieder. Na. Und der erste Ferienpart. Okay. Willkommen zurück zum absoluten Wahnsinn. In den Nightmares 2. Okay, die Maus brauchen wir nur einmal, um die Sache hochzuheben. Das war schon gar nicht so schlecht. Und da bin ich runter. Ist diese Schräge hier, diese Bar, über die man drüber ist. Das habe ich schon im letzten Stream nicht geschafft. Meine Fresse. Ich tue mich hier manchmal auch schwer. Nicht ducken. Jetzt ducken, um zu sliden und weiter. Nicht ducken. Und springen. Und weiter 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 und weiter. Hier geht's noch weiter. Verdammt. Ich stecke fest. Ich stecke fest. Ich stecke fest. Ich stecke fest. Oh nein. Und noch weiter. Was für eine knappe Aktion hier. Nimm's. Runter hier, runter, 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 runter. Nein, das darf ich doch jetzt nicht fehlen. Nein, 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 nein. Hat uns wie denn das? Ach du Scheiße. Merkt, wir verbrennen ihn nicht. Aber guter Checkpoint. Guter Checkpoint. Uha. Okay, wieso sollte ich ihn. Aber wieso sollte ich ihn nicht verbrennen? Wieso nicht? Dann sind wir ihn los. Oh nein, 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 oh nein. Hier sind Schalter, warum, ich muss dann hinter ihm wieder raus. Während er hier reinkrabbelt. Müssen dann die Tür hinter ihm zumachen oder was? Ja. Na komm. Six, raus, hilf mir raus. Mach die Tür zu. Mach, zieh runter. Na, zieh schon. Den Hebel. Jetzt haben wir ihn verbrannt. Weil er es nicht verdient. Glaub mir einfach. Jetzt haben wir ihn verbrannt. Und wir wärmen uns ein bisschen. Na, kommst du mit, Six. Jetzt haben wir ihn verbrannt. Toll, genau wie der andere. So, weiter geht's. Es verfolgt uns nicht mehr. Wir haben bisher jeden Gegner getötet. Okay. Fahrstuhl. Ich wusste nicht, dass der Hebel fürs Verbrennen da ist. Das ist. Ich dachte, der macht einen Schließmechanismus und schließt die Tür. Aber von mir aus, ja. Ist er tot? Verfolgt er uns nicht mehr. Errungenschaft freigestellt ist eingewiesen. Aha. Ach so, jetzt sind wir in der psychiatrischen. Oder was? Oh nein, die Puppen schon wieder. Nein, nicht. Nein, nein, nein! Ich will die Patienten nicht normal. Das ist. Ich bin raus aus diesem Bereich. Ich will nicht. Nein. Ich bin damit fertig. Vorbei. Will nicht nochmal gegen die kämpfen. So, was haben wir hier? Können wir da raus? Na, können wir raus. Ich hab da bestimmt noch was übersehen. Da gab es bestimmt hinten noch einen Hut. Aber Hauptsache schnell raus hier.
Okay, wir sind raus aus dem Krankenhaus. Es reimt sich, deshalb stimmt's. Sehr schön. Und der Fettsack ist endlich besiegt. Jetzt haben wir ihn endlich geschafft. Können wir hier nochmal hoch? Ich habe schon bei Let's Plays von anderen YouTubern gesehen. Ich habe einige Hüte auch und einige Sachen habe ich auch übersehen. Und es lässt sich nicht, das lässt sich auch langfristig nicht verhindern, weil, ja, es wird immer Sachen geben, die wir übersehen und die wir nicht mitkriegen. Es ist leider so. So, jetzt warten wir hier auf den Bus. Bis er kommt. Oder auch nicht. Wir laufen weiter. Okay. Da fallen Menschen von den Dächern. Das sind wir da drin. Werden wir die Lehrerin jetzt wieder sehen, oder? Die Lehrerin haben wir ja noch nicht getötet. Die werden wir ja... Die werden wir wahrscheinlich jetzt wieder sehen. Hoffentlich nicht, aber... Ich befürchte es fast, dass wir die nochmal sehen. Ach du Scheiße. Nein. Okay, er rennt weg. Er verfolgt uns nicht. Tag der Herr. Kann man helfen? Wir müssen auf ihm rumhüpfen. Okay, er scheint tot zu sein. Ziemlich tot. Auf dem Sofa können wir rumhüpfen, oder? Dann kommt Six. So hüpfen. Gibt es da keine Errungenschaft für? Six betrachtet den Mann. Na, komm mit. Komm mit. Wir müssen da jetzt weiter hier. Wie auch immer das war. Wir müssen jetzt hier weiter. Es regnet hier so doll. Ich setze hier mal meinen Regenkappe auf. Six hat ja schon ein ganzes Regencape. Ich wenigstens hier meine Mütze. Da spielt Musik. Ich höre sie ganz leise. Okay, komm mit Six. Gemeinsam. Na komm mit. Die Musik kommt mir bekannt vor. Aus dem ersten Teil. Was passiert hier? Was ist mit dir? Ach du Scheiße. Ich glaube, das hätten wir nicht machen sollen. Die Gesichtslosen. Hier werden wir ja bald auf den Slenderman treffen. Der Leuten ihr Gesicht wegsaugt. Ach, ich wusste es doch. Dass man nicht die. Ist das nicht die Lehrerin? Ich gehe mal lieber nicht zu nah ran. Von hinten sieht es aus wie die Lehrerin. Naja, nicht wirklich. Eigentlich auch nicht wirklich. Ein bisschen Bahn gehen. Okay. Na komm, Six. Räuberleiter. Öffnen wir mal die Tür. Oh, im Bad. Auf dem Klo. Aufs Klo klettern. Können wir das Bild runterholen? Schade. Spiele aktivieren. Bis auf die gesichtslosen Menschen passiert hier gerade relativ wenig. Das heißt, es kommt gleich noch was. Es kommt gleich noch was wahnsinnig Heftiges. Nein! Six, fang mich doch. Übrigens, wenn man es nicht zwingend will,
muss LN2 niemand sterben. In Lindenmast 2 niemand sterben. Der Jäger lebt ja wirklich, lebt ja nicht wirklich. Aber den Jäger haben wir erschossen am Anfang. Jetzt haben wir den Fettsack verbrannt. Den fetten Doktor. Und dann, ich denke, die Lehrerin werden wir irgendwie erschlagen. Das ist, also den Jäger, den haben wir auf jeden Fall schon erschossen. Das ist ja gut, wir haben seine Leiche noch nicht gesehen, also. Aber wir haben auch die Leiche vom, haben auch die Leiche vom Doktor noch nicht gesehen, deswegen, wer weiß. Okay, den Schlüssel haben wir nicht. Er ist wieder runter, oder was? Ach so, ja, na gut. Verstehe. Wir müssen auf dem Weg raus. Unterwegs rausspringen. Kommst du mit, Six? Six kommt nicht mit. Ach, die wartet dann dort. Die müssen wir dann. Na, jetzt sind wir wieder allein unterwegs. So ein Mist. Wieder ohne Six unterwegs. Können wir mal kurz den Hut wechseln, wir sind jetzt wieder drin. Da können wir wieder unseren schönen Papiot tragen. Ah, okay. Jetzt müssen wir einen Schlüssel finden. Und die Six befreien. Okay, da kommen wir nicht hoch. Ja, ich habe eine Dose für dich. Der Jäger ist eine Puppe, die Lehrerin lebt noch. Der Doktor war sogar eigentlich ein guter Typ. Er wird fett und eklig. Ein Doktor hat halt ja gut, der wird uns halt fressen. Das ist halt insofern. Ich lasse dir meine Dose da. Falls du Hunger hast, da ist bestimmt noch irgendwie was drin. Ist bestimmt irgendeine Konserve drin. Ich komme bald wieder. Ich kann auch noch eine Tasse bringen. Falls das was bringt, kannst du ja. Das ist ein Wasserleck, kannst du mit Wasser. Ich bin nur fürsorglich. Hier kannst du dir schön. Genau, noch Wasser sammeln. Erst einen Schluck zu trinken. Ups, verschüttet. So, hier hast du. Schlüssel? Nee, das ist eine Schraube. Hier können wir noch hoch. Da ist eine Kiste. Tja, vielleicht können wir den. Ja. Können wir. Ein wenig. Dafür, dass der Jäger meine Puppe ist, ist da verdammt. Erschreckend aktiv gewesen. So, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Gibt es hier irgendwo noch einen Schlüssel? Brauchen unbedingt einen Schlüssel. In der Schublade vielleicht. Ah, ja. Sehr schön. Ein Schlüssel. Ist hier noch was drin? Sehr gut. Ich habe einen Schlüssel. Ja, die Tasse. Braucht es jetzt nicht mehr. Komm mit. Komm mit, Six. Dort geht's lang, glaube ich. Dort geht's weiter. Komm mit. Okay, dann halt nicht. Dann geht's halt hier nicht weiter. Aber wo? Wo geht's weiter? Na, hier vielleicht. Vielleicht können wir den Hebel hier betätigen. Okay. Vielleicht können wir mit dem Fahrstuhl jetzt weiter nach oben fahren.
Kommen wir doch mit, Six. Tja. Die Doktor hat versucht, die toten Puppenteile wieder zu beleben. Und ist ausgerastet, als einer gestorben ist. Er macht nicht mal was Böses. Du fackelst ihn ab. Er verfolgt uns, er will uns essen. Ist das einfach nichts Böses? Er hätte uns gegessen, wenn wir ihm nicht weggerannt wären. Das Fensterbrett vielleicht oder wo sollen wir es lang? Six, hast du einen Plan? Und am Tisch rund runter durch oder? Sag mal, was wird hier gemacht? Was müssen wir tun? Irgendwelche konstruktiven Vorschläge? Auf den Schrank klettern können wir. Sieht nicht so aus, als ob wir hier weiter kämen. Will er das? Vielleicht mag er es auch einfach nicht, wenn zwei Kinder in die Intensivstation einbrechen. Ach, Blödsinn. Ist doch keine Ausrede. Nur zwei harmlose Kinder. Okay. Ich blick's gerade nicht. Was machen wir hier? Was müssen wir hier tun? Sterben. Wartest du nur das Ending ab? Ich warte das Ending ab. Okay. Sind wir wieder hier. Ja. Es muss keiner sterben, wenn leiden das. Aber wir müssen sterben. Ich muss ja ständig sterben. Weil ich nicht zu weit springen kann oder weil die Kinder uns aufessen wollen. Also ein Teil vom Ende kenne ich leider schon. Das wurde mir schon gespoilert. Das finde ich ein bisschen mies. Nämlich, ich verrate es euch noch nicht, damit es im Let's Play nicht gespoilert wird. So ein bisschen was. Ich sag's mal so, ohne den Zuschauern noch zu spoilern. Ich sag's mal so, es ist was. Also auf die Hauptcharaktere bezogen, habe ich was erfahren. Es gibt da ein bisschen was sich bei den Hauptcharakteren verändert. Also das habe ich hier schon. Da wurde ich im Internet schon gespoilert. Das Ende ist wieder was, worüber Doktorarbeiten der Germanistik geschrieben werden können. Aha. Psst. Psst, Mordi. Schreib's jetzt nicht in Kommentare. Ich habe für Thumbnails habe ich ihn für. Ich brauchte für ein Thumbnail die Six, die liebe Six, und habe danach und habe dort auf Google Bilder nach Little Nightmares 2 Six gegoogelt und da wurde mir was gespoilert, was dann. Also nur das weiß ich, das ist halt. Googelt's nicht, dann werdet ihr auch gespoilert, also. Schaut das Let's Play erst zu Ende oder spielt selbst zu Ende und dann googelt das Internet nicht benutzen, wenn das Spiel noch nicht fertig habt. Raus aus dem Internet mit euch. Ich
Ich meine, das kann auch nur ein Fanart sein, was ich da gesehen habe. Aber es ist, ich befürchte fast, dass das da ein bisschen was mit dem Ende zu tun hat. Dass da was gesehen habe, was mir das Ende gespoilert hat. Verrat mir nichts, Modi. Ich will das gar nicht lesen jetzt hier in den Kommentaren. Das mit dem Six-Spielzeug. Nee, gehen wir mal jetzt nicht weiter drauf ein, Modi. Das ist. Ich habe schon genug dazu gesagt. Wollte ich jetzt nicht spoilern. Deshalb sage ich, rede ich auch so ein bisschen Rätseln. Was macht dieser Schalter? Ich verstehe es gerade nicht. Nichts passiert. Können wir die Six vielleicht dort dranhängen und dann. Und der bleibt aktiviert. Ich blick's nicht. Modi, statt mir das Ending zu spoilern, hilf mir mal hier weiter. Ich stecke wieder fest. Ich blick's nicht, wo es hier weitergeht. Vielleicht oben drauf auf den. Ich kann auf den Fahrstuhl oben drauf springen. Da irgendwas. Ja, aber wie? Können wir hier jetzt vielleicht weiter? Ich glaube nicht wirklich. Das scheint es nicht zu bringen. Ich habe keine Ahnung. Du hast doch das alles schon vorausgeguckt. Du kennst das doch alles. Du kennst doch das Ending schon, du kennst doch die Rätsel schon, Modi. Du bist doch hier der schon komplett geguckt hat. Tja. Hab ich hier noch die Schublade? Nee, das bringt's auch nicht. Muss ich wieder eine Komplettlösung anschmeißen. Am Ende ist es wieder was ganz Offensichtliches. Habe ich gar nicht. Ich schlage mir dann wieder vor den Kopf, wenn ich die Lösung sehe. Wenn ich weiß, was hier los ist. Die Schublade haben wir geöffnet, da waren die Schlüssel drin. Ich habe keine Ahnung. Da passiert auch nichts. Da fährt nur der Lüft hin und her. Der fährt auch nicht weiter runter, der fährt nicht weiter höher, der ist. Da tut sich nichts. Hab mich eigentlich nur über Leute aufgeregt, die nichts von Marketing verstehen und nur so zu viel in Storys interpretieren. Machen wir noch mal das hier. Irgendwas wird das doch wohl bringen. Aber es bringt nichts. Kein Zentimeter höher und kein Zentimeter tiefer. Da tut sich nichts. Such gerade hier eben eine Wolke raus, eine Komplettlösung. Okay, da waren wir aber schon. Der Fahrstuhl.
T6 haben wir daraus befreit. Die ist jetzt hier. Hier können wir scheinbar nicht lang. Das, da haben wir die in den Blickwinkel nicht zu. Was bringt dieser Hebel? Irgendwas muss der doch. Irgendwas muss der verursachen, der Hebel. Irgendwas muss das bringen. Da sind wir schon hochgeklettert an der rechten Seite. Das mussten wir uns nichts zu retten. Was bringt das uns jetzt? Wie kommen wir jetzt hier weiter? Nur weil die PR im Vorhinein das Spiel als Sequel bezeichnet, weil die Tatsache, dass es eigentlich vorher spielt, ein Plot-Twist ist, heißt verdammt nochmal nicht, dass ihr Zeitreise-Sci-Fi-Story mit 9000 dämlichen Pseudo-Erklärungen daraus spinnen müsst, verdammt. Wer spinnt jetzt hier woraus irgendwas? Es blickt gerade genauso wenig wie das, was wir hier jetzt hier machen müssen. Irgendwas haben wir ja aktiviert, als wir den Schalter hier umgelegt haben. Aber was? Ich komme gerade nicht drauf klar. Der Lift fährt ja wieder nach unten. Ich habe eine, ja, ich habe eine Idee, auf die mich das, auf die mich der Workshop gerade gebracht hat. Eventuell ist das die Lösung. Ich habe es noch nicht so weit gesehen, ob das die Lösung ist, aber der Workshop versucht das jetzt auch so. Also mache ich das auch. Aber der Motion Comic ist ganz cool. Aha, okay. Wir versuchen uns jetzt mal folgendermaßen. Ich habe mal den Fahrstuhl, der Fahrstuhl ist runtergefahren. Und wir versuchen jetzt mal hier hoch zu klettern ohne Fahrstuhl. Das heißt, wenn wir oben ankommen, ist der Fahrstuhlschacht frei. Eventuell können wir da irgendwas mit. Wenn wir jetzt hier den Schalter betätigen, vielleicht passiert dann was im leeren Fahrstuhlschacht. Okay, es passiert was. Ah, sehr schön. Ah, alles klar. Okay, da bin ich nicht drauf gekommen. Da brauche ich die ersten Workshop für. So unbedeutend, aber. Denn doch ein gutes Rätsel. Dass man oben auf den Fahrstuhl drauf springt, um dann weiter hochzukommen. Okay, wir können jetzt links lang und rechts lang. Wir können die Kiste verschieben. Jetzt wählen wir einen Weg aus, wie wir das Projekt weiterführen wollen. Am Scheideweg. Wie in Witcher 2. So, haben wir jetzt. Ne, das ist nur ein Secret-Raum. Da finden wir noch einen von denen. Ein Secret-Raum. Mit ganz vielen Flaschen. An der Decke hängt, an Seilen. So. Dann gehen wir mal da rechts lang. Ich baue mal wieder ein bisschen was. Zum Schützen vor dem Regen. Na komm. Und hoch da und hinaus. Ui. Mit den Dächern der Stadt. Ein dunkler großer Turm im Hintergrund. Okay, können wir hier dran rumklettern oder? Das wäre meine Idee, dass wir hier vielleicht. Ah ja, können wir tatsächlich. Warte, vielleicht können wir auch hier was
Bevor wir hochklettern. Hier gibt es ein offenes Fenster, durch das wir durch können. Ah. Noch einer von denen. Da haben wir auch nicht alle von gefunden. Hier sind ein paar Ratten drin. Ich kann mal die Kiste bestimmt verschieben. Und von da ans Dingens kommen. Und wir die Tür aufmachen können. Die Türklinke. Ja, sehr schön. Kleines Secret gefunden. Es war nicht so dolle versteckt, aber ja.